Yo Leute, was geht ab? Willkommen zum neuen Video von BAP zum DA. Und ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und ihr könnt den Titel entnehmen, heute geht es um T-Shirts bzw. Oberteile für den Sommer. Ich habe nice T-Shirts rausgesucht. Ich glaube, alle sind unter 50 Euro, soweit ich weiß. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, deswegen plappern wir nicht lange rum. Weil draußen sind 35 Grad, wir wollen alle raus. Wir können alle zusammen raus. Deswegen würde ich sagen, los geht's mit dem ersten Teil. So, ich habe hier auf jeden Fall ein Paket von ASOS. Ich habe die ganzen Sachen bestellt. Ich habe dann noch zwei, drei andere Sachen von Boohoo und Weekday. Aber die brauchen ein bisschen länger zum Liefern. Deswegen dachte ich, ey, bestelle ich einfach alles bei ASOS und den Rest stelle ich so vor. Und deswegen würde ich sagen, packen wir das Ganze hier mal aus. Und ich probiere das einfach oder ich ziehe das einfach mal vor der Kamera an. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht mehr genau, was ich bestellt habe, weil ich habe voll viel bestellt und ich habe einfach alles reingetan, weil ich fand eigentlich alles nice und jetzt geht es nur noch um Passform und Farbe. Deswegen, ja, ich weiß gar nicht, ich pick mal hier irgendwas raus. Okay, erstes T-Shirt ist von, auf jeden Fall haben wir hier ein T-Shirt von ASOS hauseigene Marke. Und zwar ist es ein, ja, so verwaschenes Blau, würde ich mal sagen, ne? Blau-lila mäßig. Ihr denkt euch jetzt, ja, coole Farbe, das ist ja jetzt nicht so besonders, dachte ich mir auch. Hinten ist halt so ein pinker, also Neon-Pink. Und ihr wisst, Neonfarben für den Sommer sind auf jeden Fall am Start. Ich fand die Farbkombination cool zwischen diesem Blau-Lila, verwaschenes Blau-Lila mit diesem Pink. Deswegen, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es halt von hinten relativ nice aussieht. Ich habe jetzt das T-Shirt an. Es hat auf jeden Fall eine nice Passform von hinten. Also ihr seht, von hinten sieht das auf jeden Fall auch sehr, sehr nice aus. Hat hier Drop Shoulders, bisschen längere Ärmel. Stoff ist auf jeden Fall dünn, luftig, also auf jeden Fall sehr nice. Habe ich in Größe XS. Passt mir perfekt, also wie gesagt, ich muss das in jedem Video sagen. Aber ich bin 1,72 ungefähr, deswegen mir passt auf jeden Fall perfekt. Und ja, das behalte ich auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Kann ich nur empfehlen. So, wir machen Live-Unboxing und Live-Try-On mäßig. Okay, nächstes T-Shirt ist wie so, wenn man in eine Box reingreift, wo man nicht weiß, was drin ist. Ist von Week... Nee, nicht Weekday, was da habe ich? Cheap Monday. Eigentlich habe ich gar keine Klamotten von Cheap Monday, ehrlich gesagt. Wo soll ich das hin tun? Einmal dahin. Aber das T-Shirt, genau, an das kann ich mich erinnern. Das war sehr, sehr cool. Erinnert mich ein bisschen an das, wie hieß das? Speed Hunter Balenciaga T-Shirt. So ein verwaschenes Grau, das vorne halt so bunte Farben, sag ich mal, drauf. Das hat mich auf jeden Fall daran erinnert und ich dachte mir, ey, das sieht eigentlich sehr, sehr cool aus. Hat irgendwie, glaube ich, nur 22 oder 25 Euro gekostet. Und die Passform sah auf jeden Fall sehr, sehr cool aus auf dem Bild. So, das ist das T-Shirt. Ich weiß nicht, ob ihr es auch so empfindet, aber wie gesagt, es erinnert mich sehr an dieses Speed Hunter T-Shirt und ja, ich finde es sehr, sehr cool. Passform gefällt mir auch sehr, längere Ärmel, ihr seht, Drop Shoulders mäßig, hat auf jeden Fall eine nice Farbe. Ich weiß gar nicht, was hier vorne drauf ist. No Pressure, Cheap Monday Pressure, irgendwas labern die auf jeden Fall. Auf jeden Fall juckt das eigentlich gar keinen. Das Ganze habe ich auf jeden Fall in Größe M. Ihr seht es wieder, ich bin komplett körperbehindert. Also das eine T-Shirt habe ich in XS, passt einfach genauso wie das hier in M. Deswegen entweder sind die Marken behindert oder ich bin behindert. Auf jeden Fall passt das so und würde ich in M für meine Größe empfehlen. Günstige Alternative zu Speedhunter Balenciaga T-Shirt. Ich weiß gar nicht, dass ich das bestellt hatte. Was ist das denn? L Purple ASOS Design. Ich habe echt keine Ahnung, was es gerade ist, ne? Richtiger Struggle, wenn man nicht weiß, was man bestellt hat. Ah, okay, 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 ich verstehe. Ich bin so ein bisschen durch ASOS gegangen, also ich weiß nicht, wie ihr vorgeht. Ich habe es schon mal gezeigt, glaube ich. Ich gehe bei ASOS einfach bei der Suchleiste Oversize ein und dann gehe ich nach den Produkten quasi. Dann klicke ich T-Shirts an, dann gucke ich mir erstmal alle T-Shirts, die Oversize sind. Langärmlich, dies, das und so weiter. Also das ist die beste Vorgehensweise für mich, finde ich. Und da hatte ich dieses hier gesehen, dieses Langarm-Shirt ist halt so ein Longsleeve aus T-Shirt, so stoffmäßig. Die Farbe finde ich cool, also ich bin ein sehr großer Fan von Lila und auf dem Bild sah es sehr, sehr nice aus von der Passform. Deswegen hatte ich mir das auch bestellt. Das Ganze habe ich jetzt in Größe L. Oh, die Farbe gefällt mir, Bruder. Was geht? Das Ganze sieht dann so aus. Ich weiß, für den Sommer denkt ihr wahrscheinlich sogar unnötig und sowas. Aber ihr seht, ich finde die Farbe unnormal killer. Also ich weiß nicht, wie ihr die Farbe findet, aber also ich feiere Lila hart des Grauens. Vor allem, das ist halt so ein verwaschenes Lila. Deswegen umso mehr. Ich gucke jetzt die ganze Zeit dahin, weil mein Spiegel da ist. Jetzt für die 35 Grad, die wir haben draußen, ist auf jeden Fall nichts. Aber wenn es ein bisschen kälter wird, ein bisschen windiger, vielleicht abends oder nachts, wenn ihr so ein bisschen spazieren seid, mäßig, wisst ihr, was ich meine. Dann kann man das auf jeden Fall anziehen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Geht so ein bisschen über die Hüfte. Ärmel Oversize des Grauens. Also sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice Passform. Ihr wisst selber, ich feiere Stehkragen und Rollkragen.
Und wie gesagt, jetzt nicht für 35 Grad, aber für die etwas windigeren, kälteren Sommertage oder für den Herbst jetzt bald schon mal ein bisschen vorbereiten, wisst ihr, was ich meine. Und ja, ist in Größe L, sollte auch irgendwie unter 30 Euro gekostet haben oder so. Kostet, glaube ich, alles unter 30, 40. Und ja, sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Ah, wir haben sogar noch zwei T-Shirts da. Ja, daran kann ich mich erinnern. Das hatte ich schon mal vorgestellt in einem Video, im Frühlingsklamotten-Video. Wow. Boah, der Stoff ist nice. Also die anderen Stoffe waren so normal, halt so nichts Besonderes. Aber der Stoff ist ein bisschen fester, ein bisschen dicker, härter so. Ich glaube, die Passform ist dadurch halt unnormal killer. Ey, das gefällt mir voll. Auf jeden Fall habe ich das schon mal vorgestellt. Für alle, die das Video nicht gesehen haben, guckt euch das an. Wenn nicht, dann nicht. Dieses T-Shirt ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und ich habe mir vorgenommen, wenn ich wieder in Deutschland bin, weil ich hatte das in Bangkok aufgenommen, das Frühlingsvideo. Ich habe mir gesagt, wenn ich wieder in Deutschland bin, dann werde ich mir das T-Shirt holen, sobald es wieder da ist. Was? So sieht das Ganze dann aus. Hat auf jeden Fall eine nice Passform. Also auch oversize. Geht auch wieder perfekt über die Hüfte. Also krass. Also ist auf jeden Fall etwas ausgefallener, sage ich mal. Aber ich finde jetzt zum Beispiel zur Festival-Season so mäßig, weil ich bin zum Beispiel die Tage jetzt auf einem Festival und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es auf einem Festival ballern würde. Festival-Feelings, bisschen diese, ja, wisst ihr, euch mal, dann eine orangene Brille dazu. So diese links, rechts. Ist halt ein bisschen schwieriger zu kombinieren, also offensichtlich. Aber wenn man da so die passenden Sachen zu hat, muss ich mir mal Gedanken machen. Dann kann man das auf jeden Fall sehr, sehr nice kombinieren mit nicen Brillen auch. Zum Beispiel Brillen, sehr, sehr wichtig. Und Ringe, Accessoires und ja. Feier ich auf jeden Fall, ja. So, und dann haben wir einmal das letzte T-Shirt. Und zwar ist das von HNR London, LDN, Honduras London. Lol. Auf jeden Fall HNR London, auch von Asos halt, oder bei Asos bestellt. Es ist ein weißes T-Shirt, aber es hat auf jeden Fall hinten so ein, ist das ein Papagei? Auf jeden Fall hat das so einen bunten Adler hinten drauf. Dieses bunte, bisschen Zeichentrickmäßige, das hat mich ein bisschen an Kors erinnert. Aber ich fand das irgendwie cool so mit dem Rückenprint. So sieht das T-Shirt aus, hat überraschenderweise, ich schwöre, alle T-Shirts haben dieselbe Passung, obwohl die alle eine andere Größe haben. Ich weiß gar nicht. Boah. XSS, also das hat so zwei Größen, also XSS, SM, ML, irgendwie so. Und hinten halt dieses, ja, dieser Papagei. Ich weiß nicht, ob ich das feier oder nicht, aber irgendwie finde ich das halt cool, dass da sowas Buntes hinten drauf ist. Passform kann ich auf jeden Fall nur sagen, sehr, sehr nice für alle, denen das gefällt. Habe ich, wie gesagt, in Größe XS-S. Ich weiß nur nicht, was ich von diesem Papagei gerade... Einfach Papagei die ganze Zeit sagen. Ich weiß nicht, was ich von diesem Adler halten soll. Und deswegen schreibt mir das auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare. Wie gesagt, das war das letzte T-Shirt. Und wie ich sehe, sind hier nur noch Hemden drin. Und zwar, wie bereits erwähnt, so knallige Farben, Neonfarben sind auf jeden Fall diesen Sommer sehr, sehr, sehr im Trend. Letztes Jahr auch schon, aber dieses Jahr umso mehr. Und es ist auf jeden Fall etwas, sage ich mal, gewagter oder nicht mal gewagter, aber einfach so ein bisschen auffälliger. Und zwar ist das ein Neon. So Neon ist es jetzt auch nicht, aber ein Neon. Orangenes Hemd. Ein Jersey-Stoff hat das. Das kann man voll gut stretchen, ist voll gemütlich. Ist auf jeden Fall auch eine Oversize-Passform, deswegen probieren wir das Ganze mal ganz schnell an. Ich feiere das jetzt schon. Boah, das gefällt mir auf jeden Fall sehr krass. Also, dieses Hemd, ganz am Anfang des Videos hatte ich ja ein Hemd an und das ist einfach nur dasselbe Hemd in so einem Grauton. Das ziehe ich gleich nochmal an, damit ihr es seht. Aber auf jeden Fall hier in diesem Orange kann man auf jeden Fall sehr, sehr nice tragen für diesen Sommer. Sonne scheint, ich sag mal so pipapo, diese 22, 23 Grad, aber ein bisschen Wind so ist da. Ihr könnt so auf Wiese Picknick machen, so diese Brötchen essen und sowas. Und ihr chillt ganz locker hier, Ringe, Armband, alles da mäßig. Gefällt mir sehr, sehr krass. Kann man zum Beispiel voll krass zu einer nicen hellen Hose anziehen. Graue Hose oder eine weiße Jogginghose, die, ja, oder weiße, so, wisst ihr, ich meine, auf jeden Fall so ein bisschen mit Kontrasten spielen. Schwarz natürlich auch, ja. Ich finde es sehr, sehr cool und ja. Wie gesagt, wir haben dieses Hemd hier in drei verschiedenen Farben und zwar habe ich das noch einmal in Lila. Wie bereits vorhin erwähnt, Lila ist eine sehr, sehr coole Farbe, sage ich mal so. Ich dachte mir, ey, Lila könnte auch so killer kommen, einfach zu schwarzen Hose tragen oder zu einer Jeans tragen, zu einer nicen Jeans, so blau und lila finde ich immer ganz cool in Kombination. Weiße Air Force oder so dazu, sieht auf jeden Fall locker aus. Die Sache ist, was ich hieran so feier ist, es ist einfach so locker, also du kannst darin so krass chillen. Es kommt einfach lässig rüber im gesamten Outfit, so das bringt das alles so ein bisschen
bisschen down, so, ey, chillt mal alle kurz, so, ich bin voll am Chillen, lass mich in Ruhe. Zum Beispiel Ringe, Armband, alles dazu, bisschen Details, Hosenkette dann irgendwie noch dazu. Deswegen, auf jeden Fall finde ich sehr, sehr nice, also passen wir uns dieselbe, Größe ist dieselbe, also Größe M. Und ja, das ist die dritte Farbe, die hatte ich auch am Anfang halt an. Und wie gesagt, dieses Orange-Lila fand ich sehr, sehr krass, deswegen schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das findet. Aber dieses Hemd auf jeden Fall sehr, sehr nice. So, ich habe mir jetzt mal meinen Laptop zur Seite geholt. Und zwar haben wir jetzt noch zwei T-Shirts und zwei Hemden. Zwei T-Shirts von Boohoo, zwei Hemden von Weekday. Ich würde sagen, fangen wir mal ganz schnell mit den T-Shirts an. Und zwar haben wir hier ein locker geschnittenes Band-T-Shirt mit Waschung. Da steht Death Metal Midnight Tour. Dieses T-Shirt finde ich sehr, sehr cool. Hat so ein schwarzer Azid-Waschung auch, dieses Verwaschene. Also dieses Verwaschene ist sehr, sehr, sehr nice. Und ich finde diese Midnight Tour-Schrift und sowas finde ich sehr, sehr nice. Alles in Kombination mit dem Blitzen auch. Und halt mit der Azidwaschung finde ich sehr, sehr gut in Kombination. 16,80 Euro. Bei Boohoo irgendwie angeblich die ganze Zeit 40% Rabatt. Also jedes Mal, wenn ich auf die Seite gehe, ist immer Rabatt. Also die dribbeln auf jeden Fall krass. Aber 16,80 Euro kann man auf jeden Fall eigentlich nichts falsch machen. Gibt es in den Größen SML. Ich habe ein Oversize-T-Shirt von Boohoo in Größe M. Also ich denke, für meine Größe sollte M auf jeden Fall passen. Sieht von der Passform auf jeden Fall gleich aus. Und deswegen, ja, finde ich sehr, sehr nice. Ja, das ist auf jeden Fall das erste T-Shirt von den zwei. Und das zweite und letzte T-Shirt, was ich hier in diesem Video vorstelle, ist ein verwaschenes Oversize-T-Shirt Dark Horizons. Keine Ahnung, wahrscheinlich auch eine Band oder sonst was. Ist auf jeden Fall auch in so einem verwaschenen Schwarz. Sieht ein bisschen bläulich aus, aber auf jeden Fall schwarz. Hat auch diese Blitze drauf, da steht Eternal Noise drauf. Und da ist so eine, was ist das? Eine Schlange? Ich glaube, ja, das ist ein Schlangenkopf, der gerade so mäßig sein Maul aufmacht, der so schreit. Aber auf jeden Fall, ja, finde ich das sehr, sehr nice mit diesen blauen Blitzen, so. Diese Schriftart von diesem Eternal Noise finde ich sehr, sehr cool. Wie gesagt, auch Passform, alles im Allgemeinen, sehr, sehr cooles T-Shirt. Würde ich mir auf jeden Fall auch bestellen, nur ich habe so viel Geld ausgegeben, deswegen muss ich ein bisschen chillen. Ja, zweite und letzte Empfehlung für T-Shirts. So, dann haben wir auf jeden Fall noch hier zwei Shirts, beziehungsweise zwei Hemden. Und zwar das erste ist halt aus einem Jersey-Stoff, also sehr ähnlichem Stoff wie der hier und die anderen beiden, in Braun. Hat, glaube ich, eine relativ normale Passform, deswegen würde ich hier irgendwie Größe L oder so nehmen oder sogar vielleicht XL, wenn ihr größer seid. Aber ich finde die Farbe sehr, sehr nice. Kann man auch gut kombinieren, also weißes T-Shirt zum Beispiel drunter und dann dazu irgendwie eine helle Hose oder eine dunkle Hose. Also das ist einem eigentlich relativ offen gelegt mit diesem Hemd. Das ist auf jeden Fall 50 Euro, bisschen teuer, aber kann man auf jeden Fall ausprobieren, wenn die Passform sehr, sehr nice ist und alles passt. Da würde ich auch dafür 50 Euro zahlen. Und deswegen, so viel zu dem Hemd, finde ich, ja, von der Farbe her sehr, sehr nice. Und das zweite und letzte Hemd, das gefällt mir so krass. Also ich bin echt am Überlegen, mir das zu holen, obwohl ich mir gesagt habe, dass ich mir das nicht holen will. Aber es ist auf jeden Fall in so einem Creme-Weiß. Ihr seht, die Passform, also die Ärmel, vor allem gefallen mir da sehr, sehr gut. Also die sehen unten halt ein bisschen enger und oben perfekt oversized. Sieht sehr, sehr cool aus, so locker geschnitten. Hat auch diesen Stoff hier, also ich habe extra drauf geachtet und deswegen diese beiden Hemden oder alle Hemden, die ich jetzt vorgestellt habe, haben halt diesen lockeren Schnitt. Farbe, dieses Creme-Weiß gefällt mir sehr, sehr gut, also ähnelt sehr diesem Cord-Hemd. Deswegen, wenn ihr so diesen Beige-Ton, die Beige-Vibe haben wollt, kann ich euch dieses Hemd auf jeden Fall nur empfehlen. Also ich lege meine Hand, glaube ich, dafür ins Feuer, dass dieses Hemd auf jeden Fall krass ist. Und 50 Euro wieder, also kann man auf jeden Fall auschecken. Wenn es wirklich wie die Faust aufs Auge passt, dann würde ich das auf jeden Fall mir holen. Ich glaube, ist eh ein bisschen lockerer geschnitten, deswegen würde ich an meiner Stelle, glaube ich, Größe M holen. Wenn nicht L, aber eher M, würde ich auf jeden Fall mal an eurer Stelle auschecken. So Leute, und das war's an dieser Stelle auch mit dem Video. Also ich hoffe, euch haben die Sachen gefallen. Ich hoffe, da war es für euch dabei. Aber auf jeden Fall T-Shirts, Hemden, Hemden kann ich euch nur empfehlen. Vor allem auch Neonfarben und so weiter. Checkt das alles mal auf jeden Fall aus. Macht euch ein bisschen Kopfkino, wie ihr das alles kombinieren könnt. Schreibt mir mal in die Kommentare, welche Sachen ihr nice findet. Und ansonsten würde ich sagen, checkt das Video am Sonntag ab. Wird auf jeden Fall ein krass nicer Vlog. Nach langer Zeit wieder ein Vlog der Superlative. Und deswegen einen Sonntag-Vlog auf jeden Fall abchecken. Da sind auch besondere Gäste mit bei. Und ansonsten würde ich sagen, was ist mit dem Video? Folgt mir bei Instagram, Snapchat ist nicht verboten. Ihr wisst Bescheid. Und ansonsten sehen wir uns nächstes Video auch rein. Und Peace!